gespeichert. Jetzt haben wir nicht. Das sind noch alle Wachen, die sich verarschen. Ach. Der hat dazwischen gespeichert. Hey, das sind ja nur alle. Ich habe ja schon alles. Diese Zone ist tabu. Die ganzen Leute sind noch da. Oha. Tschüssi. Nein, aus. Deine Zeit ist Was? Wie schnell tot? Jetzt reicht's. Jetzt mach ich ernst. Jetzt mach ich ernst. Ich wusste aber nicht, dass das brennt. Auf einmal brennt das los, weißt du? Und da stehen Flammen. Die alle wieder da, weißt du? Aber steht Hauptmann alles, die bleiben doch schon tot. Ich sollte mich hier nicht erwischen lassen. Hey, was? Für einen dicken, wa? Da bist du ja. Du hättest nicht herkommen sollen! Alter! Was denn gut, ey? Okay, den bring ich mal da rein. Ich werde einen Schädel spalten. Du, ja, Großer! Du siehst aus wie jemand, der schwer tragen kann. Um genau zu sein, mich und meinen verletzten Fuß. Pass auf. So, es ging jetzt zur Leiche und vergiften sich. Tja, wer weiß, ob es hier sicher ist. Yeah.
Karte doof. Ich komme im Auftrag des Priesters, Trommler. Dann hol mich hier raus, Medjay! Die sticken beide. Wir machen ihn fertig. Wir kommen schon klar. So wie er. 120 sieht das. Das sehe ich mir mal an. Hey, halt die Waffe griffbereit. Verdammt. Du bist kein schöner Anblick von mir. Ah, ein Kotzen. Ansteckende Krankheit. Muss ich mal sagen. Was ist? Ich deck dich. Sei unbesorgt. Was soll der Radau? Hier am Qualm sind da hinten. Hey, zu mir, Brüder! Was ist denn? Wer sich mit uns anlegen will, wird sich ganz schön umgucken. Aha. Hier kommt. Oh. Da wollen wir nix. Es fliegt auch gleich die Treppe runter, ne? Nee, doch nicht. Oder doch? Komm raus! Alarm! Hier drüben! Wie lange der lebt? Was? Da war wieder gesund, hast gesehen? Drecksau. Geht nicht scheiße auf. Ich kann mir irgendwie nicht helfen. Du bist sehr fröhlich für jemanden, der nicht laufen kann. Du scherzt, oder? Das ist der beste Tag meines Lebens. Mein Fuß kommt den Gerber teuer zu stehen. Deine Gesundheit ist sicher mehr wert. Wenn ich nichts beweisen kann, hast du recht. Aber hier kommst du ins Spiel, mein Freund. So. Da oben warten noch welche, ne? Muss ich gleich sofort nach links gehen. Hey! Aufgepasst! Hier gibt's Ärger! Was meinst du, was ich tun könnte? Die wahren Diebe finden natürlich. Bring das Feld zurück und wasch meinen Namen rein. Und wer hat es gestohlen? Ich drehte mich nur einen Moment von dem Löwenfell weg und ein Bandit griff zu und lief davon. Ich verlor ihn aus den Augen. Es passierte im ägyptischen Viertel. Die Wache gab natürlich mir die Schuld. Man hat es nicht leicht als Ägypter in Alexandria. Dann werde ich es finden. Na los! Hol das Fell! Ich komme durch. Ich muss mich nur ein bisschen ausruhen. Was? Dann werde ich den Priester treffen. Wasch meinen Namen rein. Übrigens, es gibt auch was Krasses. Und zwar sieht ihr ja hier, ne? Er hat kein Bart, kein Haare. Das kann man doch irgendwie nochmal... Haben die es
gefixt. Normalerweise. Also sieht man seine Haare wieder. Hä? So, hier gibt es auch noch Helix-Codex-Brillanz. Ich habe 200 oder was? Einhorn. Das ist jetzt nicht so gut. Ich will, dass er wieder Haare hat. Das sah nämlich besser aus bei dem. Normalerweise wird es gehen, wenn ich so mache. Nimm einen Fähigkeitenpunkt. Tierdompteur. Das ist auch nicht schlecht. Streitwagenbesitzer. Meisterseher. Ja, Jäger geht so, ne? Spar mal. Ist jetzt komisch. Haben wir anscheinend gefixt. Oh, da kennt mir noch. Nun es hätte. Morias Paraske, was ma da du dann ist in? Oi, sis meisonos afrosinis. Die sind wann, Perez? Lexon, Lexon! Ja, hier ist die Aufgabe ja schon. Ja, stimmen sie mal an. Verflucht sei der König! Verflucht sei diese elende Stadt! Verflucht sei Eudorus! Was ist denn? Wer bist du? Hat Eudorus dich beauftragt? Ich bin kein Freund von Eudorus. Er hat meinem Gatten Aristo nichts als Kummer bereitet. Der große Poet und Philosoph. Verhaftet. Eingesperrt, weil er schöne Dinge schrieb. Worte sind eine mächtige Waffe. Mein Liebster hat Jahre an seinem Meisterwerk geschrieben. Jahre! Eudorus stahl es ihm und gab die Arbeit meines Mannes als seine eigene aus. Und Aristo zog vor Gericht. Ein monatelanger Streit. Und am Ende wurde mein Mann geschlagen, lächerlich gemacht und in einen Käfig gesperrt. Das bedeutet Gerechtigkeit in Alexandria? Oh, mein armer Mann. Wenn du ihn befreien würdest, könnten mein Gatte und ich aus der Stadt fliehen und mit dieser Tortur abschließen. Gut, wenn du ihn befreist, ich kenne ein Boot am südlichen Dock, das ihn aufnehmen würde. Ich warte auf euch. Bitte. Bring mir meinen Aristo zurück. Ja, sobald ich die Quest abgeschlossen habe. Toll. Ja, wir können ja klettern. Nicht so wie Altair oder Ezio. Am Rumpiemeln.
kann ja so gut wie überall. Wie doof. Ah, wir sind schon hier. Wir fahren. Hier. Aha. Aua. Seht nur, der Kerl trägt ein Magi-Abzeichen. Was tot ist, sollte tot bleiben. Du hältst dich für stark? Dir werde ich's zeigen. Ich bring dich um! Bestätigen. Das ist das Fell? Oh, das arme Tier. Blau ist keine Farbe für einen Löwen. Ja. Sind Farbstoffe drin. Finde ich kacke. So, dann gehen wir jetzt zurück. Das ging schnell, die Aktion. Nicht so wie das am Anfang. War ja irgendwie, ja, hatte ich da Pech, sozusagen. Idiotin! Hier rein. Alles klar. Der Ach, Mann ist ein Dieb! Besser. Friede, Tier. Ich bin das Opfer hier. Mein Fell wurde gestohlen. Wenn du es zurück willst, zahlst du ihm eine Entschädigung. Und tust Buße, indem du vor Serapis niederkniest. Das ist deine Antwort, Priester? Erpressung? Na gut. Ich fürchte, Serapis und ich haben noch einen weiten Weg vor uns. Und dir wünsche ich eine gute Reise, Bruder. Alles klar. Quest abgeschlossen. Serapis eint die Völker. Er hat eine neue Aufgabe. Oh nein. Ich möchte Serapis weiter dienen, wenn Bedarf besteht. Es gibt da eine Sache. Soldaten haben unrechtmäßig Nahrung im Namen von Serapis beschlagnahmt. Sie treiben den Zehnten ein und nehmen das Doppelte für sich selbst. Dann bringen sie es zum Arsenal und teilen es mit den Philakitai. Jetzt hungert das Volk. Und es wird immer schlimmer. Keine Sorge, Priester. Ich lasse das Volk nicht verhungern. Ich werde unter den Menschen am Kai auf dich warten. Oh mein Gott. So sind immer zwei Aufgaben. Zu der Pendigator zu zählen mit einem Namen. Priester bitte feuchten Augen zurückgehen. Das ist aber näher dran, ne? Ein bisschen. Das haben wir ja versprochen, dass wir danach machen. Scheint okay, ist das alte Spiel. Ja, ja, was machst du da? So. Oi, diese misonos afrosinis. Morias para las cosas más de duda. Oh, ¿ves? Tío llegone. Oh, bajecht me no. Nun es que. So, hier ist er.
sind denn, Alter? Das ist ein bisschen weit weg. Aus dem Weg! Was denkst du dir dabei? Was stimmt nicht mit dir? Was stimmt nicht mit mir? Was mit mir nicht stimmt? Das kann ich gleich sagen. Oi, dis mesonos afrosinis. Oh, da kech mir noch. Nun es redes. Idioti. Oran vulimi. Aristo. Der Aristokrat. Neuer Ort entdeckt. Wachposten an der Südmauer. Gib den Weg frei! Was bist du denn für einer? Wir sind kaum schneller, wa? Wem wir denn kann? Wer da? Noch ein Speichellecker des Eodorus, der mich verspotten will? Lass mich mit meinem Schmerz allein. Ich bin ein Freund von Phanos, ein Beschützer. Schlag den da nochmal! Er verdient es! Hol sie dir! Den da als Nächsten! Der da stinkt wie die Pest, pass auf! Nimm dich in Acht, sein Haar! Er hat Läuse! Läuse! Bist du müde? Er ist zu stark! Verdammt! Du hast mehr Courage als Achilles persönlich. Du rettest mich vor meinen täglichen Abreibungen. Wir sollten schnell weg. Die Flaccos haben mir die Hüfte gebrochen. Sei vorsichtig. Ich bitte dich. Deine Frau sagte, ich soll dich aus Alexandria rausbringen. Meine Frau? Sie ist die Beste, ja. Es gibt ein Boot im Hafen. Bring mich dorthin. Dieser Eodoros, ein abscheulicher Mensch. Er konnte nicht ertragen, dass ich ein besseres Buch geschrieben habe. Es war ein Buch über den Nil, voll wunderbarer Beschreibungen. Und ich kann sehr gut beschreiben, wenn ich das sagen darf. Deshalb hat Eodorus so viel aus meinem Buch gestohlen. Seine eigenen Werke sind geistlos. Er weiß gar nichts über den Nil. Er könnte nicht mal ein Nilpferd beschreiben, selbst wenn es ihm in den Arsch beißt. Aristo, hier drüben! Das Boot ist bereit! Wir stechen in See, sobald du an Bord bist! Meine Frau! Den Göttern sei Dank! Bitte! Wir müssen aus der Stadt verschwinden! Wir müssen fliehen! Die verdammten Wachen werden mich finden! Ihr müsst gehen. Die Philaketai werden sicher nach euch suchen. Ja, wir fliehen. Wir fahren mit dem Schiff nach Kreta. Wir haben schon lange geplant, dahin zu ziehen. Vielleicht erwartet uns dort ein besseres Leben. Mögen die Götter eure Überfahrt begleiten. Pflicht und Ehre gegenüber habe ich gemischte Gefühle. Aber du erfüllst diese Begriffe mit Leben. Wenn alle Männer in Ägypten wären wie du, wir würden leben wie die Götter. Alles klar, der Brigator. Naja, war jetzt nicht so schwer. Ich konnte ihn irgendwie vom Wagen her aus angreifen. War easy. Hoppla. Ah, nee, die ist 3,20. Das ist traurig nicht. Traurig mich wirklich nicht. So, das ist ein bisschen weit weg. Ja. War hier nicht ein Philakis gerade in der Nähe? Ja. Ich muss aufpassen. Oi, dis mesonos afrosinis.
Scheißhaufen. Na, hier sollte ich unentdeckt bleiben. Biegt er jetzt ab? Natürlich hier auf der Straße. Kecht mir noch. Nun es kette. Du dann ist din. Idiotin. Oran vuli. Boom. Ich kann es dir nicht sagen. Ich kann es dir nicht sagen. Hoi. Es meison os afrosinis. Ja, hüpft. Oh, ey, das war echt knapp. Nun es hätte. Oi, das ist ein lovely Krio, die Neste. Auf dem Morias Palast, was man da tut an es din. Das sind zwei. Oder? Nee, Quatsch. Das wären gar zwei. Oh, was kecht mir noch? Nun es hätte. Oh, Fedes! Tio llegone! Hä? Oh! Oi, es meiso Idiotin! Er lauf ni nuki gnostis! Oh! Morias, pa! Αμάξα ελάβνης γα κακίστεος, αμέλισον. Ω, βαχέ. Ο καλός, έβγε. Τι συμβάν, παιδες. Λέξον, λέξον. Παρασκευάσματα του γάιστη. Ζω, κόμμα, ε. Ja. Diese Mijonos Afrosinis. Ha! Oh. Ha! Nein. Der Karren soll nur halten. Bewegung, los! Was stimmt nicht mit dir? Au, ja. Erlaub mir nur Gnostis. Gib den Weg frei! Hey, was bist du denn für einer? Gib den Weg frei! Ich bin normal. Ist immer gestorben. Wie viel Lappis? Ja, nur sein.
Achtung! Right decision, Gerrit. Nun müssen wir uns hier an. Sam O'Hanimas! Elende Missgeburt, was soll das werden? Hier! Hinech, Gerrit! Bedrittung, ah, nicht feiern. Hey, Arno! Außer Aremi! Netsch, Herr. Hinech, Gerrit. Hier! Abgobine! Was so kriege, will ich denn nicht? Aus dem Weg! Au! So. Ich wisch mit dem Priester. Ah, da ist er ja. Hallo, Priester. Ein Karren Lebensmittel. Wie bestellt. Die Wachen des Pharao haben gerne gespendet. Das, Seni, ist mehr, als ich erwartet habe. Serapis wird das Volk heute gut versorgen. Möget ihr seinen Segen empfangen, Priester. Du auch, Magi. Schön, haben wir das auch abgeschlossen. Bald wieder Stufe 15. Nice. Oh, Hühnerfarm. Was steht als nächstes an? Was steht da? Ein 20er Quest. Da würde ich nicht gerne hinwollen. Da auch nicht. Ich würde sagen, wir machen die Hauptquest. Wo genau ist die? Ach, die befindet sich ebenfalls da, wo wir hin. Die in die Hauptnebenquest haben. Das ist auch Sperrgebiet. Gibt es auch noch was zu nehmen? Ja, ich würde sagen, wir holen uns unser Pferdchen. Ich gehe mal so lang. Oh. Nax, Morias, Wow. Ich mir erst nochmal, dass es der die Straße folgt. Oh, Galos, Evge! Aus dem Ding! Was bist du denn für einer? Ah, so. Ah. Das ist ja geil. So, ich brauche nichts zu machen. Ist gerade, Alter, was macht der? Lebensmüde. Autopilot ist gerade an. Ich treffe kein Philakis, oder? Wo sind denn Philakis? Ich sehe keinen mehr. Da hinten noch so. Maxal, ja. 600, 600. Aus dem Weg. Kann man nicht shooten? Oder wie haben? Aus Seite. Ja, lauf gegen das Pferd, du bist auch blöd. Der Junge, ne? So. Numbus Campo. Canopus. Wohin? Oha, jetzt wird er schnell. Er ist rast aber durch. Der Priester einfach durch, guck mal. Fackelse. Alter. Oh lala. Me!
Das da. Okay. Boah, was für ein Anwesen. Wow. Ich würde sagen, wir steigen mal ab. Mein Name war Ikarus, die Lichtgestalt des dröhnenden Hippodroms. Der vielgepriesene und kurzlebige Liebling von Kanopos. Das Schicksal muss seine Siege gezählt haben. Hallo, Medusa. Ich bin bei Kleopatra. Aya schickt mich, um mit Apollodorus zu sprechen. Ich bin sicher, du verstehst, dass mein Meister vorsichtig auswählen muss, wen er trifft. Meine Frage kann nur er beantworten. Ich sage ihm, dass du seinen Rat suchst und dass Aya dich empfohlen hat. Warte bis heute Abend. Wenn er dich treffen will, find